Hallo und herzlich willkommen im Landefeld Online Magazin. Unsere Armaturen mit pneumatischen Antrieben und optischer Stellungsanzeige kennen Sie bereits. Aber nicht immer sind diese in einsehbaren Bereichen verbaut. Um dennoch eine Rückmeldung über die Schaltstellung Ihres Antriebs zu bekommen oder ein Signal für Ihre SPS oder Folgesteuerung zu erzeugen, gibt es im Landefeld-Programm sogenannte Signalboxen oder auch Endschalterboxen genannt. Wir zeigen Ihnen heute die unterschiedlichen Typen unserer Signalboxen und was Sie benötigen, um für Ihren Antrieb die richtige auswählen zu können. Um die passende Signalbox zu ermitteln, müssen wir zunächst einmal das Bohrbild unseres Antriebs prüfen. Dieses finden Sie oben entsprechend auf Ihrem pneumatischen Antrieb und wird ganz einfach Länge mal Breite von Mitte Bohrung zu Mitte Bohrung gemessen. Im Landefeld-Programm finden Sie Signalboxen für die Bohrbilder 50x25, 80x30 und 130x30. Die Wellenhöhe der pneumatischen Antriebe ist etwas zu vernachlässigen, da unsere Signalboxen über eine universell einstellbare Wellenhöhe verfügen. Schauen wir uns die unterschiedlichen Signalboxen einmal genauer an. Beginnen tun wir mit unserer Ausführung kompakt, die Ihnen die Aufnahme von dem Bohrbild 80x30 und 130x30 ermöglichen. Und das ganz einfach durch das Versetzen der Füße von innen gerichtet nach außen gerichtet. Weiterhin verfügt unsere Kompaktausführung natürlich noch über Ihre optische Stellungsanzeige, die auch von Weitem gut sichtbar ist. Die Baureihe Classic ist der Rounder in unserem Haus, denn sie ermöglicht Ihnen das Aufsetzen auf alle drei der genannten Bohrbilder. Und das einfach wieder durch Verdrehen der Füße um 180 Grad und durch das vorhandene Doppelbohrbild im Fuß. Eine Besonderheit gibt es bei der Classic-Baureihe. Sollten Sie diese auf dem kleinen Antriebsgröße 1 verbauen, ist es notwendig, eine Distanzplatte zwischen Namurventil und Antrieb einzusetzen. Neu im Landefeld-Programm ist die Ausführung Heavy Duty, die, wie ihr Name verrät, durch ihre robuste Bauform den Weg in unser Portfolio gefunden hat. Sie ermöglicht Ihnen die Aufnahme auf den Bohrbildern 80x30 und 130x30 und das durch die verfügbaren Langlöcher in den Füßen. Weiterhin verfügt die Heavy Duty Baureihe noch über eine optische Anzeige der Endlage, entsprechend über eine Rot für Closed und Gelb für Open Anzeige. Nachdem wir uns nun für eine Ausführung entschieden haben, bekommen Sie diese bei uns in unterschiedlichen Bestückungen in Form der Schaltertypen. Vom Mikroschalter über Induktivsensoren und Namur-Sensoren für den ATEX-Bereich, sprich X-Bereich. Bei der Ausführung Classic haben Sie noch einen weiteren Schaltertyp in Form eines 3-2-Wege-Endschalters. Jeder dieser Schaltertypen hat natürlich seine eigenen Schaltleistungen und Schaltfunktionen, welche Sie bei der Auswahl berücksichtigen müssen. Umfangreiches Informationsmaterial zum Anschließen der Signalboxen finden Sie natürlich in unseren technischen Dokumentationen auf www.landefeld.de. Sollten Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, folgen Sie uns natürlich weiterhin hier im Blog oder unseren technischen Daten auf der Seite. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.